Frau Barbara Nüske stellt die Frage, ob es für Christen, die nicht Juden sind, angebracht ist, am Gründonnerstag neben dem letzten Abendmahl teilweise vermischt das Seder feiern zu dürfen. Und sie berichtet dann von Beobachtungen, dass das in christlichen Gemeinden mehrfach gemacht wird. Und sie sagt dann auch, dass Juden mit dem nicht einverstanden sind. Danke für diese Frage. Ich glaube, dass das eine Frage ist, dass die viele Menschen beschäftigt, viele vor allem, die sich mit dem Judentum auseinandersetzen und die dann auf einem jüdischen Hintergrund die Bibel lesen und die sich überlegen, wie kann ich das, was ich in der Bibel lerne, im täglichen Leben umsetzen. Und da möchte ich Ihnen zunächst einmal viel, viel Mut machen zum Experimentieren. Es wird immer Juden und immer Christen geben, die nicht in Ordnung finden, was wir machen. Es wird immer Juden geben, die finden nicht in Ordnung, dass wir als Christen Jesus für den Messias halten. Und das gehört mit zum Dialog mit den jüdischen Freunden, dass wir ihnen zumuten müssen, dass wir manches glauben, was sie nicht gut finden, dass wir manches praktizieren, was sie nicht gut finden. Ich muss dadurch niemanden verletzen, aber ich darf meine Identität leben und ich darf nach meiner Identität fragen, auch wenn das nicht jedem gefällt. Im Gegenteil, es ist ja das jüdische Volk, von dem wir lernen, dass es so entgegen der Mehrheitsmeinung der Welt manches lebt, manches ist, manches praktiziert, was den meisten Leuten nicht gefällt. Und das darf man mit sehr viel Freundlichkeit sehr nett tun. Man kann fragen, wo verletzt dich etwas, aber letztendlich ist entscheidend, was wir in der Bibel sehen. Sehen Sie, die Verbindung zwischen Abendmahl und Sedermahl ist sehr tief. Es gab in den frühen Jahrhunderten des Christentums eine Bewegung, die sich in der Hauptkirche dann durchgesetzt hat, dass man das Passamahl ganz bewusst auch vom Datum her, vom Abendmahl getrennt hat. Und hat gesagt, Juden und Christen dürfen das nicht gemeinsam feiern. Das ging aber von den Christen aus, nicht von den Juden. Ursprünglich, was Jesus mit seinen Jüngern gefeiert hat, er hat sie losgeschickt und hat zu ihnen gesagt, bereitet das Passahlamm vor. Und er hat dann dieses Mahl gefeiert, das uns beim Auszug aus Ägypten vorgestellt wird und das das Volk Israel im Andenken an den Auszug aus Ägypten feiern soll. Und Jesus hat dann an einer bestimmten Stelle nach diesem Mahl oder gegen Ende des Mahls das Brot genommen. Ich nehme an, dass es im Sedermahl diese Matzenhälfte war, die heute versteckt wird, die lange verborgen war. Und er hat die gebrochen und hat sie seinen Jüngern gegeben und hat gesagt, nehmt hin, das ist mein Leib. Und dann heißt es dort ausdrücklich, nach dem Mahl nahm er den Kelch. Es gibt beim Sedermahl 4 Kelche. Direkt nach dem Mahl kommt der Kelch der Erlösung. Und er sagt, das ist der Kelch des neuen Bundes in meinem Blut. Also wenn Sie auf diesem Hintergrund diese Evangelienberichte lesen und dann auch, was der Paulus schreibt in 1. Korinther 11, dann passt es eigentlich nahtlos zusammen. Und es wäre nur natürlich, wenn Christen heute kommen und sagen, wir feiern das Passamahl im Andenken an unseren Herrn. Und vielleicht hat Jesus das ursprünglich so gedacht. Nicht, dass wir das jeden Tag feiern oder einmal die Woche oder einmal den Monat, sondern dass wir es einmal im Jahr feiern, am Anfang des Nissan-Monats, im Andenken an den Auszug aus Ägypten, an den Auszug aus dem Land des Todes und der Gräber und der Sklaverei. Und dann sagt er, darum geht es, dass wir von der Dunkelheit zum Licht durchdringen. Darum geht es, dass wir das feiern. Und dann bringt er sich selbst und das, was er getan hat, hier mit ins Spiel. Das passt hervorragend. Und Sie müssen an vielen Stellen, wenn Sie die Seder Halacha, die Haggadah verstehen, gar nicht viel umdeuten, um bei dem zu landen, was wir als Christen glauben. Ich sage jetzt nicht, dass wir Religionen miteinander vermischen sollen.
Und ich wäre da sehr vorsichtig. Und ja, prüfen Sie auch die jüdische Religion, aber auch die christliche Religion. Manches in dieser Trennung ist entstanden, weil es auf christlicher Seite sehr viel Judenhass gab und leider immer noch gibt. Und eine Tendenz, sich abgrenzen zu wollen. Und natürlich gab es auch auf jüdischer Seite Einflüsse, die wir als Christen nicht übernehmen müssen, die von außerhalb der Bibel kommen. Aber ich möchte Ihnen sehr viel Mut machen, da zu experimentieren, zu entdecken, nicht gesetzlich zu fragen, was darf ich, was muss ich, sondern einfach zu fragen, Herr, was willst du mir durch dein Wort für meine Lebenspraxis dadurch zeigen?